Hey Leute, was geht ab, und willkommen hier zu einem weiteren FIFA 18 Mobile Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, und ihr seht, ich habe kein Handy in der Hand. Ich spiele heute nicht FIFA Mobile, aber es hat halt trotzdem heute mit FIFA Mobile zu tun. Nämlich, ich stelle euch das Team of the Year vor und die Karten, die es dazu hoffentlich geben wird. Also ich hoffe, dass EA was zum Team of the Year macht. Zum Toti. Was ist überhaupt das Toti? Das Toti ist so das Team des Jahres halt, übersetzt Team of the Year. Und das sind, oder da drin sind die besten 11 Spieler vom Jahre zuvor, also vom Jahr 2017. Das wurde gewählt von den FIFA-Verbänden, von Profis, von den Trainern, von, ich glaube, von einzelnen Spielern auch sogar. Auf jeden Fall, ja, gibt es halt 11 Spieler. Ein Torhüter, 4 Abwehrspieler, 3 Mittelfeldspieler und 3 Stürmer. Und das Team of the Year wurde, also ich sag mal, zu 99,9% schon veröffentlicht. Oder es wurde veröffentlicht, aber es ist nicht zu 100% sicher, ob es auch so aussehen wird. Ich habe aber das Team halt schon quasi im Vorfeld gesehen. Es wurde halt schon geleakt, aber keiner weiß, ob das wirklich, sage ich mal, sicher ist. 100%, aber ich habe mir einfach die Zeit genommen, Leute. Ich habe mich hingesetzt und ja, FIFA Mobile Karten für euch designt. Die habe ich alle komplett alleine gemacht. Die 11 Karten, die ihr jetzt gleich sehen werdet mit den Spielern, bloß die Bewertung habe ich halt nicht auf jeder einzelnen Karte geändert. Ihr werdet jetzt gleich sehen, dass jede Karte 99 hat. Ob jetzt am Ende ein Ronaldo, weil der wird zu 100% drin sein, ob jetzt Ronaldo 99 hat oder Messi, der auch drin sein wird zu 100%, ob Messi 97 hat oder ob Messi 95 hat oder Ronaldo 97 oder weiß der Geier, wie die Bewertungen aussehen werden und wie man die Spieler bekommt. Ich denke mal, es wird ein extra Team of the Year Event geben, wo man wahrscheinlich wieder nur mit Echtgeld irgendwie, weil so kann es kein Mensch bekommen. Genauso wie beim Silvester-Event, Leute. Ohne Spaß, ne? Was war denn das Silvester-Event mit Zardes? Das konnte man noch niemals schaffen, ohne Echtgeld auszugeben. Ist einfach, es ist einfach so. Man musste da ja 4 Stunden quasi alle Events zocken. Ich glaube, das waren immer 9 Events. Und dann musste man alleine schon immer über 3000 solcher Punkte haben. Und man hat pro einmal Spielen 1 bis 5 Punkte bekommen. Außer beim ersten Mal hat man 10 bekommen. Also, wie sollte man das bitte schaffen, ey. Das nur mal dazu. Auf jeden Fall komme ich hier zum ersten Spieler. Das ist natürlich Gianluigi Buffon. Ich werde es euch immer hier einblenden, quasi im Team of the Year Design. Vielleicht sehen die Karten so aus, vielleicht sehen die anders aus. Kann natürlich sein. Ich habe sie einfach mal so gemacht, quasi wie Meisterkarten in Blau. Ein bisschen noch was angepasst. Dann noch das Toti-Logi, das Team of the Year-Logo. Habe ich gerade Logi gesagt? Das Team of the Year-Logo. Was es halt so gibt mit den 4 verschiedenen Positionen halt da auf der, also auf dem Totti-Logo ist halt ein Torhüter drauf, ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Und wir starten hier mit Gianluigi Buffon. Meiner Meinung nach, wenn er drinstehen sollte, definitiv verdient. Das ist, Leute, er hat ja gesagt, er hört auf. Und dann, glaube ich, wieder ein paar Monate später, vielleicht macht er doch weiter. Ich glaube, so war es, ne? Wenn ich es falsch gesagt haben sollte, könnt ihr mich gerne korrigieren unten in den Kommentaren. Aber ich glaube, das hat er so gemeint, der Gianluigi. Auf jeden Fall, ja, meiner Meinung nach verdient, weil, ihr wisst, Manuel Neuer verletzt. Das wäre unverdient, wenn Neuer drin stehen sollte, weil Neuer war ja letztes Jahr im Totti drin. Auf jeden Fall, das ist der erste Spieler. Gianluigi Buffon, wir kommen zum nächsten Spieler. Ich habe zuerst die Innenverteidiger hier gemacht. Der erste Innenverteidiger, war ich ein bisschen überrascht, dass der wirklich, also es steht ja noch nicht fest, ob es wirklich das Totti ist, aber höchstwahrscheinlich ist es es. Und keine Ahnung, Leonardo Bonucci. Also in den letzten Jahren war es eigentlich immer meistens Ramos, Piqué. Wer stand letztes Jahr noch drin? War es nämlich, nee, war es auch Piqué? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder war es Chiellini? Oh, ich weiß es nicht. Aber Bonucci war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der steht zum ersten Mal im Team des Jahres hier drin. Ihr wisst, ihr seht es auch. 99er Bewertung, also die Bewertung. Ich denke mal, Bonucci wird einer der schwächsten Karten sein.
Und ich hoffe auch, dass man alle ziehen kann, also oder alle irgendwie bekommen kann, alle Totti-Karten. Oder es gibt spezielle Packs, wo man die Chance hat auf die Totti-Karten. Ich hoffe, dass es auch was gibt für EAs App für FIFA 18 Mobile. Weil auf der Konsole FIFA 18, Xbox, PS4 wird es zu 100%, das ist ja jedes Jahr so, Packs geben, 100k Packs, 125k Packs etc. Aber ich hoffe, dass EA auch irgendwas Geiles da raushauen wird. Ich hoffe es, ich habe halt keine Informationen, leider. So, wir kommen zum nächsten, das ist natürlich eben schon angesprochen, in den letzten Jahren stand ja immer drin, Sergio Ramos wird für seinen Verein alles geben, wird immer bei Real Madrid bleiben, seine Worte und definitiv verdient im Team des Jahres hier drin, weil Ramos ist einfach eine Maschine, ist ein Gott, räumt ab und die letzten Minuten sind immer seine Lieblingsminuten, sage ich mal, wenn er Real Madrid eine Ecke bekommt, ist es immer brandgefährlich. Mit Sergio Ramos vorne drin ist es schon, ja, der kann auf jeden Fall einiges, also mit der Stirn, ne, also mit dem Fuß, hat er, glaube ich, schon mal mit dem Fuß ein Tor gemacht? Ich glaube nicht, ne, immer mit dem Kopf. Champions League kann ich mich natürlich noch sehr, sehr gut erinnern an sein Tor, ich glaube gegen Barca war das sogar. Nächster Spieler, Dani Alves. Von Barca zu Juventus und von Juventus dann zu Paris. Und bei Paris bildet er natürlich mit Neymar, mit Marquinhos, mit Thiago Silva so eine schöne brasilianische, so ein schönes brasilianisches Viereck, sage ich mal. Lucas Moura habe ich auch noch vergessen. Gibt es ja noch einen Brasilianer, den ich bei Paris jetzt vergessen habe. Aber Dani Alves, kann man sich jetzt streiten, ist ja der beste Rechtsverteidiger in der Welt, aber er wurde halt angeblich ins Team des Jahres gewählt. Vielleicht sehen wir ja irgendwann ja in der rechten Verteidigung in den nächsten 2, 3, 4 Jahren irgendwann den Yao Kimmich. Wer weiß? Ich weiß es auf jeden Fall nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Weiter geht's mit dem nächsten Brasilianer. Die Außenverteidigung wurden besetzt durch zwei Brasilianer. Das ist hier ein Brasilianer, der beim Erzfeind spielt von Barcelona. Kann man so sagen, bei Real Madrid. Der zweite, Madrilene, sagt man das so? Ja, ich glaube schon, ne? Teampartner von Sergio Ramos, natürlich, ihr seht schon, Marcelo. Und Marcelo, das ist definitiv verdient, muss ich sagen. Alaba hat geschwächelt, sonst hatte ich immer so gesagt, Alaba, Marcelo sind so die besten Linksverteidiger. Wen man vielleicht auch noch jetzt ins Licht holen muss, ist, aber wie heißt er? Irgendeinen hatte ich da noch auf dem Schirm, aber vielleicht wisst ihr es. Schreibt mal in die Kommentare, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber Marcelo definitiv verdient, kann man nichts anderes sagen. Wir kommen zum Mittelfeld. Und der Herr steht schon seit, gefühlt 10 Jahren im Team des Jahres drin. Andres Iniesta, Barca und definitiv, Leute, der muss einfach drinstehen. Das ist ein Spieler, den man quasi nicht haten kann. Das ist ein Spieler, den man lieben muss. Andres Iniesta verteilt die Bälle im Mittelfeld wie kein anderer. Okay, wie Xavi Hernandez, der aber nicht mehr spielt. Ich glaube, der hat seine Karriere beendet. Der ging ja von Barca irgendwo anders hin. Ich glaube, in die amerikanische MLS und dann irgendwie, nee, nicht, doch. Keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall spielt er nicht mehr. Dann haben wir noch Luka Modric, der nächste Madrilene. Ich hoffe, das Wort ist richtig. Und nicht, dass es jetzt falsch ist und das gar nicht gibt, das Wort Madrilene. Aber egal, Luka Modric, das ist auch so ein Spieler, Leute, ist überragend. Alle drei Spieler, die im Mittelfeld da gewählt worden sind, angeblich zu 99,9%, muss ich immer wieder sagen, verteilen die Bälle wie keine anderen, weil, Leute, Modric, verfolgt mal einfach mal ein Spiel von Real Madrid und verfolgt und guckt die ganze Zeit, also nicht auf den Ball, sondern guckt mal Luka Modric nur an. Guckt Luka Modric, wie er läuft, wie er die Bälle verteilt, wie er die Flanken gibt, also Luka Modric. Da kann man nur zuschauen und lernen quasi. So, nächster Spieler. Und das ist für mich so die geilste Karte, die ich gemacht habe. Also das, wie Toni Kroos hier schreit, das vielleicht macht es ihr ja genauso mit dem gleichen Bild. Wer weiß, also das wäre eine zu große Überraschung oder ein Zufall, sage ich mal. Toni Kroos, Toni, du bist Goldbert. Toni Kroos ist natürlich auch verdient, dass er da drin steht im Team des Jahres. Der nächste Real Madrid-Spieler, und was sagt uns das? Real Madrid natürlich in den letzten 2 Jahren Champions League-Sieger und deswegen müssen auch so viele drinstehen von Real Madrid, weil Real Madrid hat einfach meiner Meinung nach den besten Kader auf der Welt. Hashtag ist so, Leute, unten in die Kommentare. Toni Kroos ist auf jeden Fall der letzte Mittelfeldspieler. Wir kommen
zu dem Sturm. Und da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht, weil ich glaube, Messi steht im rechten Flügel, Ronaldo im Sturm und Neymar im linken Flügel. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, dass Neymar im rechten Flügel ist. Also, ja, habe ich da wohl einen kleinen Fehler gemacht, aber ist jetzt nicht allzu schlimm. Auf jeden Fall, Neymar, ja, Neymar ist ein Weltklasse-Fußballer, aber da gab's, also Ronaldo und Messi sind sowieso safe zu 100%, aber ich finde, für Neymar hätte man auch einen anderen wählen können. Harry Kane, überragender Mann, die meisten Tore gemacht 2017, warum stellt man ihn nicht in den Sturm, Messi rechts und Ronaldo links zum Beispiel, dann hätte man Neymar nicht im Team gehabt, aber es wäre auch unverdient, wenn Neymar nicht drin gewesen wäre, ne, weil Neymar auch, ach man, man müsste eigentlich ein Team des Jahres mit 20 Spielern machen oder so, mit einer Auswechselbank, mit einer Reservebank, das wäre mal was Geiles. Auf jeden Fall Neymar, die anderen beiden sind ja klar, Leute, Messi mit seinem Trikothalter hier, damit hat er symbolisiert, dass er halt, ja quasi, dass Barca sein Verein ist, was ich auch überragend finde. Er hat ja auch einen starkes Angebot vom englischen Premier League, vom englischen Premier Leagueisten Man City abgelehnt. Da hätte er, ich glaube, 20, 30 Millionen mehr verdient als bei Barca, aber Messi hat sich gedacht, nö, Pep, heilige Latze, Guardiola. Da sage ich einfach, nö, ich habe genug Geld, hat er sich wahrscheinlich gedacht, und ich bleib bei Barca. Barca, man muss ja auch sagen, Barca, er muss Barca sowas von danken. Ich glaube, er hatte eine Krankheit gehabt mit 15, 16 Jahren und Barca hat ihm halt finanziell so geholfen, dass er halt die Krankheit, glaube ich, bekämpft hatte. Ich glaube, ja, ich habe mich da mal informiert gehabt. Ich glaube, so ist es richtig, wenn ich mich da noch recht entsinnere. Ich glaube, in der Grundschule habe ich da aber sogar einen Vortrag drüber gemacht. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch den letzten Spieler, Cristiano Ronaldo, natürlich hier mit seinem Fünferback hier, Spieler des Jahres, Ronaldo. Und der wird definitiv die stärkste Bewertung haben, ob er jetzt 99 hat oder ob er sogar 100 hat. Das steht in den Sternen. Auf jeden Fall ist es zu 100% safe, dass Messi und Ronaldo da im Sturm stehen. Vielleicht nicht sogar das ganze Team, was ich euch gerade gezeigt habe, safe. Das weiß ich auch nicht, Leute. Das war's auf jeden Fall jetzt hier vom FIFA 18 Mobile Team of the Year Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und denkt dran, Leute, heute Abend um 20 Uhr geht's richtig ab mit FIFA 18 Mobile. Ich sag bloß Team 11. Leute, das war's. Haut rein und tschüssi.